Jo, moin, ihr Flügt unter. Hoi, mein lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Dr. Who. Zusammen mit dem guten Toni. Hallo. Edge of Reality heißt der gute Titel. Genau. Achso, es geht automatisch. Okay. Mhm. Steht da echt dran? Police-Telefon. Free for use of public. Advice and assistance obtainable immediately. Officers and cars respond to urgent calls. Pull to open. Na denn. Ja, genau. Steht eigentlich hier oben eigentlich auch noch irgendwas? Ja, vor allem pull to open und dann gehen die Dinger nach innen auf. Gut jetzt, Lippo, hör mal auf. Hör mal auf jetzt. Warte mal, gehen die nicht auch noch außen aus oder gehen die immer nach innen auf? Gehen die eigentlich immer nach innen auf. Echt? Ja. Ja, dann. Ah, ja. Blöd. Aber schön gemacht hier mit dem. Es ist innen viel größer als außen. Was? Wie kann das denn sein? Ja, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja. Echt schön designt. Vor allem, man kann dann hier rein. Nee, man kann nicht. Aha, hier ist Alpha-Wand. Weil... Ja, ja, natürlich. Naja. Wahrscheinlich war jetzt so ein Buch. Und zu. Guti, wir sind, so wie es aussieht, mal wieder in England. Good old London oder England. Wessen Stimme ist das denn? Ach so, ja, das ist doch diese KI, die wir da gerettet haben letztes Mal. Ach, Emma oder so. Ja, ja, so ähnlich, genau. Irgendwas war da. Genau. Nicht Emma? Hieß sie nicht Emma? Irgendwas mit Emma oder so in irgendwas. Ja, doch, das kann sein. Ich habe auch einfach gerade an Emma Watson gedacht, deswegen dachte ich an Emma, aber egal. Also im Buch steht es, glaube ich, drin in unserem tollen Handbuch. Ja, das war Tab. Tab. Stand's. Da nicht. Dalek, Hydro, Schall. Lucia. Warte mal, Lucia Minor, das war das Schiff, ne? Ja, genau. Kann es das gewesen sein? Ne, da steht nichts dran. Ne. Thales, Lucia. Weiter geht nicht. Mach das Buch nochmal zu, stand schon nicht irgendwas drauf? Ganz vorne? Das... Nee, doch nicht. Journal of irgendwas. Nee, doch nicht. Doch, hier von M. M und dem Doktor, E, M und dem Doktor. Dass das hier von M und dem Doktor bearbeitet wurde. Ach, M, okay. E-M. Ja. Irgendwas war's, ja. Nennen wir sie Emma, passt. Emma, E-M, Emma, mein Gott. Genau. Ach, viel kann man ja nicht falsch machen, das ist ja relativ linear. Ja, ist sehr schlauchartig. Da blinkt irgendwas am Dings, glaube ich. Blinkt er nicht immer? Ach, hab ich doch gesehen. Irgendwas blinken sehen. Wenn das blinkt, dann ist der Toni aktiv. Ich glaube, der Cyber Reaper ist neu, ne? Cyber Reaper Legenden. Genau. Der Cyber Reaper taucht in den Legenden von Hunderten von Kulturen im ganzen Universum auf. Er ist ein Symbol der Angst. Mütter warnen ihre Kinder, dass der Cyber Reaper sie holen würde, wenn sie ihren Eltern nicht gehorchen. Und jahrhundertelang glaubten viele Völker, der Cyber Reaper sei nichts weiter als ein Mythos, wenn das nur wahr wäre. Ich drücke diesmal Escape. Ja, natürlich der Cyber Reaper. Wer kennt nicht den Anspruch? Wer hat Angst vor dem Cyber Reaper? Und wenn er kommt, dann laufen wir. Oder so ähnlich. Ja, ja, das ging so. So, gell? Okay? Das war doch eins. Das war exakt. Ich finde, das ist sogar die politisch korrektere Variante heutzutage. Ja, ja, genau. So, wir können den Park noch ein bisschen rum. Das Tor ist doch. Ach nee, es ist nicht offen. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal um, ob wir irgendwas finden. Genau, wir können es anders. Sonic. Auf Sonic, meinst du? Ist der nicht aus Holz? Warte mal, wie ging nochmal Inventar? Das waren die Zahlen, ne? Eins. Ich glaube schon, ja. Zwei. Ach, müssen wir erst zwei drücken und dann eins. So, Taschenlampe. Genau. Sehen wir zumindest sowas im Dunkeln. Alter Falle. Woran erkennt man, dass man in England ist? Am grünen Rasen. Ja, und der ist linear getrimmt. Überall. Ja, absolut. Ja, genau. Hallo Tades. Schönes bei dir, Blumen. Hallo Tades, genau. Ja, wie gesagt, es ist ein ursprüngliches
VR-Spiel VR-Game, gewesen. ja. Ich habe jetzt nicht erwartet hier einen, keine Ahnung, was ist eine modernste Grafik? Ich wollte gerade Cyberpunk sagen, aber ich glaube, das ist wegen seiner Grafikglitches auch nicht Mit so gut weggekommen. Raytracing, mit Aber Raytracing, Raytracing genau. und Spiegelungen und Dinge, die Wasserspiegelungen ich unbedingt und brauche. Luft und Rauch. Ja, genau. Wo sie dann über, da gab es so ein Video von GameStar, wo sie auch über Raytracing berichtet haben, weil es irgendwie, ich glaube, das letzte Battlefield hatte es wohl schon drinne. Und man Ja, könnte dann genau. in den klitzekleinen Pfützen, könnte man dann die Gegner schon wahrnehmen. Ich so, als ich es guckte, habe ich mir nur so gedacht, in dem Moment, wo der da für ein Frame drin zu sehen ist, da hilft es dir auch nicht mehr wirklich viel weiter. Warte mal, da oben hat doch noch irgendwas. Da? Das ist eine Lampe, Sieht aus okay. wie eine Laterne. Ich lasse gerade meinen Hund raus. Ich glaube, der muss raus. Oh. Sofort wieder da. Sorry. Riecht schon nach Pups, Nein, das nicht, aber der steht ja hier die ganze Stunde. ja. Ach so, okay. Es ist ja nicht so, dass ich sie gerade mal draußen gehabt hätte, ihr zwei Trottels. Vielleicht wieder da. Jo. Ach lol. So einfach ist das. Einfach den Schaltschraubendreher probieren. Jetzt sieht nochmal ein bisschen out. Mal gucken, was wir noch machen können. Da ist nix. Na, da warten wir doch noch mal auf den Toni, der kann garantiert zu diesem Kelch noch eine ganze Geschichte erzählen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo das Ding hingehört, außer vielleicht so, keine Ahnung, Indiana Jones und wie ist der dritte Teil, der letzte Kreuzzug, wo es um den Kelch ging, den berühmten. Das Problem, wenn ich jetzt F drücke, ist der im Inventar oder ist er dann ganz weg? Ich weiß es nicht. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. Wird schon nicht zu lange dauern. Oh, du hast den Heiligen Gral gefunden. Ah, doch! Oder Nee, hattest du den Kopfhörer auf? nee. Ich habe Ich gerade glaube auch, exakt das die ist der Heilige Geschichte Gral. erzählt. Ich habe genau gerade diese Geschichte erzählt. So, ich weiß nicht, welcher Kelch das ist. Ich meine, wir werden gleich Toni fragen, was es ist. Wenn ihr mich fragen würdet, dann ist das garantiert der Kelch aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug in Nee, die genau. mit dem Kelch. Ach ja. Aber du weißt Aber nicht, das war ob ja so ein den. einfacher. Das war ja damals so ein einfacher Becher, so ein Tonbecher. Ja, war das nicht so aus Holz, weil er ein Zimmermann Ja, war oder so? genau. Richtig. Einfach Kelch Irgendwie. eines Zimmermann. Der Nachdem der andere bußbetige dahingeschmolzen ist. Mann duckt sich Ja. und traurig über diese komische Spiegelung am Boden da zu gehen Genau. und so. Ja. Guter alter Film. Aber zu welchem Doktor das Ding hier gehört, weißt du gerade auch nicht, oder? Ich glaube, Nee. das ist so ein Gegenstand wie der Schal oder der Regenschirm, den wir gesammelt haben. Ja, irgendwas, keine Ahnung. Das die alten Sachen kenne ich nicht. Da kenne ich die Outfits so einigermaßen, aber so, wenn sowas speziell ist, eher weniger. Okay, es geht auch original offensichtlich nur eine, ein Tor auf, nicht? Das da vorne, wobei vielleicht das hier noch, das ist auf dieselbe Seite, steht da oben eigentlich. Zeitpark? Der Park heißt Zeitpark. Wie auch sonst. Ganz unauffällig. I've heard stories about the Cyber Reaper. Ghost stories, legends, warnings. It never stops upgrading itself, using parts from other Cybermen. It is literally the Oh. best of the best. Or should that be the worst of the worst? Da wird aber hier Schwierigkeiten haben im viktorianischen London. Ja, so ein bisschen. Grifalis, Venice, Coastline, Rail, Motor Services, Good Sense, Corset Ways. Oh. Elements, was? Universal Embroication. Tolles Bild. Ja, Dinge, die man braucht. Genau. Okay. Und schauen wir Also nicht wir weiter, aber könnten da ist jetzt bestimmt. wahrscheinlich noch hier durch irgendwie gehen, aber ich habe gesehen, hier ist eine Tür Da ist ein irgendwie, die Zettel. Nee, was? links, 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 links. Da ist wieder ein Zettel. Da, da, da. Perfekt, Ah, du das alles blinkt auch schon. wahrnimmst, ey. Ja. So, So. haben wir schon. Da, den haben wir auch schon. Ich höre so ein Singsang im Hintergrund. Kirchenglocken höre ich so auf dem Ah, okay, linken das Ohr stimmt. zumindest so ein bisschen. Der Stimmt, TARDIS. Kirchenglocken. Viktorianisches London.
Okay, du bist im viktorianischen London, 1890er, denke ich, dank der TARDIS. Als ich zuerst hier ankam, oder besser gesagt, als du zuerst hier ankamst, haben ich und du uns gefragt, warum es so still ist. Das liegt an den Auswirkungen des Realitätsvirus. Obwohl die Straßen, die du siehst, einst voller Leben waren, sind sie nun wie ausgestorben. Hoffentlich können wir das rückgängig machen. Ja, hoffentlich. Weil so dunkel hier ohne Taschenlampe. Ey. So. Innenhof. Kutsche. Kutsche, Kutsche. Schwarze Kutsche. Ja, Keine gut. Pferde. Für Pferde war Geld zu Ende. Ach, da kann man sogar durchlaufen. Okay. Ja, ich dachte, das ging eigentlich in ein Gebäude rein, aber offensichtlich auch nicht. Ich glaube, da vorne ist wieder so ein Zettel. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, Nee, gucken wir das so ein ist, bisschen. glaube ich, einfach nur so. Oh, ist das nicht hier Capaldi oder wie der Nummer hieß? 12. Sieht aus wie Nummer 12. Ja. The man known as the Doctor. Nicht, 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 nicht. Alter, was macht er Könnte da aber mit auch seinen der. Händen? Oh, das ist der mit der Gitarre, ne? Ja, entweder das oder der sein Vorgänger mit dem Fess, der Matt Smith. Ich bin mir nicht sicher. Könnte aber auch der Dings sein. Von Hahn her. Also von den Haaren her hätte ich jetzt eher gesagt, der vor der Wittiger. Ja, der 12er. Der 13er. Nee, 12er, 12er ist es. Genau. Der Capaldi? Capaldi. Ja. Peter Capaldi, genau. So. Nee, 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 nee. Oh Gott. Ich muss die Tasten Ist wieder grob. lernen. Okay, hier ging er jetzt durch. Schauen wir uns noch ein wenig um. Ist hier irgendwas versteckt? Hier war auch echt sehr Silence in der Stadt. Ich höre hier nicht mal meine Laufschritte. Warte mal. OBS erkennt gerade auch keinen Sound. Haben wir überhaupt noch Sound? Oh. Oh. Also hier habe ich Sound. Menü-Sound habe ich. Ja, ich höre auch Sound. Machen wir mal zwei lauter. Mal gucken. Komisch. Sehr Ja, ruhig. das Spiel, das kann sich halt nicht entscheiden. Entweder tosender Lärm von irgendwelchen Dalek-Schiffen oder da war wieder Geräusche. Hallo. Das Dann war nicht. dieser Mr. Cyberman. Hallo? Oh, da liegt was. Nee, doch nicht. Habe ich auch kurz Ist aber gedacht, ein da sehe ich einen Ausschreiben. Schlüssel, aber ich glaube, das. Nee, ich Ja. glaube nicht. Ich kann hier nichts Nee. klicken. Naja, naja. Wir wollten Aber sie dieselbe zeigen, dass Kutsche. sie. Ja, es gab damals nicht so viele Kutschenbauer. Genau. Kennst du eine, kennst du alle. Ja, das ist wie Autos. Aber ich glaube, wir müssen weiter vorne nochmal rumlaufen. Das ist wahrscheinlich. Weiter vorne. Oder, ach so, haben wir da aufgemacht oder ist davon Nee, alleine das war aufgekommen? von alleine offen. Ah, okay. Oh, Also ja. man wird schon so, glaube ich, ein bisschen geguidet, wohin man zu gehen hat. Okay. Es ist halt, also es ist ein bisschen großzügig zum Laufen, ja. Immer. In solchen Sachen kann man natürlich immer mal rumtesten, aber da passiert halt nichts. Nee. Da schon nach beiden schaute. Die Fenster sind ja auch Luxus hier. Die sind ja voll verspiegelt. Das ist ja praktisch. Ja. Great news. We found it. Was haben wir können? Ach, da, König. die Tür, die Da Tür, die müssen wir, glaube ich, rein, ja. conveniently offers. Ja. Ich gucke jetzt nur noch mal ganz kurz. Die kennen wir schon alle. Kann man die eigentlich Ja. einsammeln? Nein. Kennen wir Ja, ich höre die Glocken. diesen? Ich höre die Ja. Glocken. Hörst du die Glocken schingen? Frère Jacques, ja. Frierst du noch? Frierst du noch? Zieh doch mal die Jacke an. Zieh doch mal die Jacke an. Es wird kalt. Ich freue mich schon auf das Gesangsmedley am Ende des Jahres. Gesangsmedley. Ja, hast Okay. du hast vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal eins gemacht mit allen Gesangsouttakes oder so. Ja, das war aber Fails, also Achso, war Fails, okay. wie nennt sie sowas immer? Blooper Achso, ja, genau. von irgendwelchen Fehlaufnahmen. Die sind relativ wenig geworden. Da passiert ja nicht mehr so viel. Wir sind ja mittlerweile Profis. Ja, genau. Wenn ich gerade mal der Ton Sir versagt Manfred oder so. Grimm, Collector ja. of Objets d'Art. Posh way of saying he's a hoarder when it comes to knickknacks. Okay. Okay. Sieht aber total für. Ach, Schande. Was für ein Schädel. Das würde ich mir auch jederzeit irgendwo Ja. reinstellen. Sieht aus wie ein
Teufel von unten. Ja. Sieht aber relativ ordentlich aus für so einen Horder, wie sie sagt. Käfer. Das ist, so, liebe Freunde, da muss noch eine Blitznarbe drauf. Das ist dann die Neuverfilmung von Harry Potter. Hermine Potter. Hermine Potter. Henriette Potter. Henriette Potter. Kommt genau. Dann in 20 Jahren von genau. Sony Columbia Pictures, nachdem wir das zweite Mal versucht haben, Ghostbusters in weiblich rauszubringen. Mit genauso Erfolg. Oh, hier ist Ende. Oh, ein Pferd. Ein Pferd. Okay. Und ein Mammut. Oder? Ja. Ja, jetzt sieht so aus. Ah, mhm. Hier sind wir in, nicht in Frankreich, hier sind wir in der Holland bei der Pommisch. Mhm. Ja, so ein typisch altes englisches Herrenhaus mit irgendwelchen komischen Bildern an der Wand. Also wir haben ein Mammut, ein Fasan, irgendwas, eine Mühle an der Landschaft. Küste, weil könnte auch englische Küste, wie heißt dieses? Das ist, ja, diese die Klippen von Dingsbums, ja. Ja, genau. Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommt es gar nicht weiter. Ach, okay. Wir folgen einfach dem. Ah, da blinkt wieder was. Aha. Mhm. Was haben wir denn hier? Das kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir auch schon. Das sieht auch irgendwie alles. Die weinenden Engel. Sie sehen normalerweise wie Steinstatuen aus, sind aber skrupellose Mörder. Drei Dinge sollte man bei diesen einsamen Assassinen beachten. Erstens, sie sind schnell. Zweitens, irgendein merkwürdiger Abwehrmechanismus sorgt dafür, dass sie zu Stein werden, wenn man sie beobachtet. Drittens, nicht blinzeln. Mhm. Auch eine der besten Folgen mit David Tennant mit den weinenden Engel, genau. Die erste. Die zweite mit Smith fand ich nicht mehr ganz so stark, wo es in dieser Höhle da war. Aber ja, genau, die haben es etwas überanstrengend, glaube ich. Jetzt kamen sie auch wieder vor in die erste Folge ist ja gelaufen, jetzt am 31. Von Dr. Who Flux. Ja. Und es wir haben ist Folge 1 von 6 und sie haben versucht, zu viele reinzuquetschen. In der ersten 2, 3 Szenen hat man gar nicht verstanden, was so laut war. Und okay. Alles war lauter als die Texte, die gesprochen haben. Aber mal gucken. Mal schauen. Interessant. Ach, das ist sogar ein Sammelgie. Ja, ich schleppe jetzt den ganzen Sarkophag rum. Ah ja, ist doch. Weißt du, die Taschen sind größer innen. Ja. Da machen bestimmt auch alles leichter. Stell dir vor, schleppen das Ding hier durch die so. Ratz. Ich weiß nicht, ob du bei New World mal so weit warst, aber da gibt es irgendwann auch Gegner, die kamen ganze Särge auf dem Rücken rum. Also ich glaube, so sehen wir dann aus. Ja, gegen die habe ich auch schon gekämpft. Okay, wow. Eine leere Box. Toll. Aber schön, dass sie das da hingestellt haben. Jetzt gucken wir jetzt hier nochmal. Was ist das denn? Ach, das ist eine Auton-Waffe. Das ist aus der ersten Folge von 2005. Die Schaufel der Puppen. Oh. Remember. Plastikmenschen. Ja. Cool. Sehr schön. Wieder was gesammelt, kann man die Schubladen aufmachen? Nee. Oh. Okay. Dry. Was ist 3? Aber eine Vase. Wir haben Geister-Ops. Oh Gott, nee. Aber hey, das Ding ist stabil. Ja. Schmeißt den Spucktopf nicht weit weg, wer weiß, wann wir nochmal brauchen. Ja. Ist garantiert so einer dieser Gegenstände wie aus dem allerersten Raum. Huch. Huch, und jetzt passiert. Ich glaube, wir sind wieder in der Realität woanders hingefallen. Selber früher, andere Realität. Nehmen wir erstmal wieder Taschenlampe, dann sehen wir auch wieder was. Mhm. Wir können nämlich auch andere Vasen nehmen und sowas und sowas, aber dann ist glaube ich irgendwann schreit das Inventar dann bis voll. Oder auch nicht, man kann weiter sammeln. Ne, jetzt ist Inventar jetzt voll. Gut, dann werfen den ganzen Kram mal über Bord. Kannst du nach dem Cyberman schmeißen, wenn der kommt.
Guck mal, jetzt ist es kaputt gegangen. Wunderbar. Hm. So. Dann noch irgendwas zum Sammeln? Nein. Hm. Oh, das sieht's. Oh. Soll das so? Ja, ich glaube, da ist ein Engel irgendwo in der Nähe. Ach, deswegen. Wer beeinflusst das nicht? Deswegen auch eben die Warnung über das Tagebuch. Ja. Das ist auch so ein richtig motivierendes Bild. Das würde ich mir auch jederzeit irgendwo hinlegen. Ja, genau. Alles ist grau, Leute sind grau, Straßen sind grau und Frauen. Ja, grau, und dann ist auch so eine schwarze Frau, die aus ihr gerade von der Beerdigung kommt mit so einem schwarzen Kinderwagen. Ja, die Mörder. Die Mörderamme. Zylinderphonograph? Ach so, ach, okay, ich glaube, was sie nicht mehr das meint. Findest du? Rechts von dir? Genau, das ist der Foto, also das ist der Plattenspieler. Bloß halt, das ist keine Platte, sondern so eine. So, da schiebt man das ein Vorgänger, da waren so Tondinger drauf und da konnte man dann Geräusche abspielen. Oh, guck mal, Dr. Who Abzeichen von drauf, das Siegel von Rassilon. Oh, stimmt. Mhm. Ich frage mich, was mache ich jetzt? Wie heißt denn die Phonograf oder so, glaube ich? Ja, von irgendwie hat es ja gesagt, irgendwie Phonograf oder sowas. Schauen wir mal auf Teile. Das passt. Das sieht doch aus, als ob das hier irgendwie. Genau. Wo kurbelt man denn hier? Wahrscheinlich da. Da. Genau. Ja. Ja, perfekt. Okay. Ne, fehlen noch mehr Teile. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, da ist so ein Schlüsselloch. Ich glaube, das ist ein Schlüsselloch. Okay. I'm thinking this old phonograph is here for a reason. You know, sound for those machines was stored on wax cylinders. Search the room. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich habe gedacht, da ist vielleicht ein Schlüssel in der Vase. Mhm. Aber wenn er so fällt. Auf jeden Fall brauchen wir so einen Wachszylinder. Schädel. Flasche. Oh, Schädel kann ich aber nehmen. Ja, warum nicht? Also, ganz schön windig in dem Haus. Oder ist irgendwas anderes? Da draußen brennt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat. Okay. Also es brennt, es schneit, aber eben war es eigentlich noch alles trocken. Das ist wahrscheinlich Asche. Das kann auch sein, ja. Ist interessant. Siehst du, dass die schwarzen Farben von der Wand weggehen, wenn ich sie anleuchte? Ja. Hm. Gucken wir uns noch weiter um. Schlüssel, wo bist du? Das Bild wieder. Ja. Nee, momentan suchen wir nach einer X-Rolle, wo quasi Geräusche drauf sind. Müsst doch mal nach oben gucken auf die. Ach so. Check out that old cylinder phonograph. Vielleicht sollte ich unten die Texte doch mal lesen. Was ist das hier? Kann es das hier sein? Keine Ahnung. Nee, sieht aus wie ein Knochen oder sowas. Die man sich ins Regal stellt, ne? Ja. Das ist doch auch ein Knochen. Ah, noch ein Knochen. So, leuchte am besten nochmal, dann vielleicht sieht man dann. Ja. Die Schubladen kannst du nicht aufmachen, gell? Doch, die hier ja, okay. Aber alle anderen. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwo fehlt noch was. Vielleicht am Boden. Ja, wir haben doch schon die Kurbel gefunden, Madame. Mit. Ja, wir brauchen aber noch den Wachszylinder. Quasi. Wo die Aufzeichnungen drauf sind. Also, ich kann hierzu interagieren, aber hier passiert halt nichts. Warte mal. Wo ist hier Schallschraubi? Ja. Noch irgendwo eine Schublade? Da ist noch eine Schublade. Das war auch leer. Komisch. Wie zum Henker sieht denn ein Wachszylinder aus? Ja, einfach so eine Rolle halt aus Wachs. Das ist, hochwerfen. Ah, vielleicht ist es das. Nehmen wir die doch. Genau. Ganz unauffällig. Dahin.
perfect fit. Wind it up and let's see if it still works. Phonograph, ja, okay. Okay. Good evening, my friend. Allow me to introduce myself. I am Sir Manfred Grail, collector of objets d'art and singular ephemera. I know who you are. And your companion, Emma. Does that surprise you? It shouldn't. You have invaded my home before. Many times. I'm aware you seek the cabinet of Magnus Grail and the crystal within. You've done well to get this far, mon camarade de guerre. You are brave and resourceful. And so I'll give you one piece of crucial information and a warning. Although why I should is beyond me, as I cannot hope to profit from it. But this is vital. If you are to reach the cabinet, you must. Wow. Das ist immer der wichtige Teil, der fehlt, ne? Ja. This is vital. If you are to reach the cabinet, you must. Ja, come on. Huch. Special lift. Learn its mysteries, and it will take you to the crypts below my home. Here you will find the cabinet and the time crystal which it holds. Your prize. But every prize must have its perils. Not all. Where would be the fun if it was as easy as simply finding the cabinet? No, no, no. That wouldn't do at all. It is protected. That warning I promised you. The cabinet is guarded by my angels. Oh, no. I suspect that since the changes, they may no longer be my angels. I fear their coming. And will destroy me as they will surely destroy you too, my friend. My final warning. Whatever you do, don't... No. Blink. No. No! Manfred dead now. Huch. Manfred big fat boy. But Angel still hungry. Angel still hungry. Okay. Angels feast on you. Mm-hmm. Angels feast on you. Angels eat you. We're coming to get you. Oh, God. Wieso kommt der Sound von überall? Na toll. Wundervoll. You know what the scary thing is? The voices aren't coming from the phonograph anymore. Ja, das hab ich auch gerade. Do us a favor. Give that crank on the phonograph another spin. And let's see what this room will look like when we've left. Ja, ich kann hier nicht raus, hier ist ein Alpha-Wand-Diebesspiel. Wohin soll ich denn leften? Ah, jetzt.